Hallo liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in Folge Nummer 59. Immer noch in der gleichen Aufnahme-Season. Hier sind wir gestern stehen geblieben, beziehungsweise fast, denn ich habe mir eben nochmal, ihr seht schon, hier mal kurz das Schild geholt, weil das, glaube ich, im Nether ganz besser ist, wenn man das hat, ganz besser ist, wenn man es im Nether hat. Was für ein Satzbau. Der Syntax ist bei mir heute wieder mal großartig, die Rhetorik. So, wir sind im Nether. Wow, wumm, da wird man mal richtig rausgeschleudert hier. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben hier? Das ist da, unsere Kiste. Was haben wir da drin? Noch ein bisschen Bruchstein, okay. Das ist auch nicht schlecht, das kann man benutzen, um sich irgendwo rüber zu stecken oder so. Werden wir auf jeden Fall beibehalten. Lass ich mal hier so. Und ja, bitte mal zu futtern, ist noch da, ist gut. Gut, Freunde, das Abenteuer beginnt. Nether, was machen wir im Nether? Was ist das da hinten? Oh, da ist wieder Magma Cream, cool, die hole ich mir gleich. Wir werden auf jeden Fall, Freunde, hier im Nether ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Wir brauchen ganz, ganz dringend... Wo ist das Vieh? Da. Wir brauchen ganz, ganz dringend... Da unten, ne? Ja, nee, da unten will ich jetzt nicht. Das ist mir so viel Lava. Und zwar, wir müssen ganz dringend irgendwie es schaffen, dass wir eine Festung finden, Freunde. Da kommen wir nicht dran vorbei. Jetzt ist nur die Frage, wo wir das Ganze versuchen zu finden. Was ist das hier? Wo geht's da lang? Hier sieht's gut aus. Hier ist gerade ein bisschen Netherquarz. Das nehme ich mir auch mal mit. Mal wieder die Level ein bisschen hochholen. Das schadet nicht. Und wir sind irgendwie so in dieser Richtung vom Tor. Also hier so durchaus in dieser Richtung. Müsste das eigentlich sein. Sind wir zuletzt stehen geblieben, glaube ich. Wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Da hatten wir auch Markierungen gesetzt. Also wir gehen mal schauen, ob wir da was finden. Weil da würde ich dann tatsächlich ganz gerne weiterschauen, weil wir da einfach noch nicht waren. Das ist halt so die Begründung, die ich da habe. So, was ist das hier? Soul Sand. Haben wir hier was bei? Aha, da geht's rein. Wow. Okay, hier haben wir kleine Resin. Und das wird auf jeden Fall spannend werden. Das weiß ich jetzt schon. Wollen wir uns da nach oben, oder... Geht's da gar nicht weiter? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Sieht nicht so aus, ne? Oder wollen wir uns einfach durchgraben? Komm, wir graben uns durch. Aber hier sind wir auf jeden Fall nicht lang gelaufen. Aber immerhin sind wir hier geschützt. Und wir bekommen gleichzeitig auch noch ein bisschen Steinchen. Weil ich befürchte, wir müssen über den Lava-Ozean. Da bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig. Mach das mal hier mit dem alten Trick. Falls hier irgendwo Lava ist. Dass wir da nicht in die Petrouille kommen. So, geht's da hinten raus oder was ist das da? Nee. Da zum Beispiel. Okay. Das ist gefährlich. Da machen wir mal ganz schnell zu. Da machen wir eine Fackel rauf. Und jetzt gucken wir uns mal an, so ein paar Blöcke daneben, was hier so ist. Hier zum Beispiel. Okay. Oh, ist das wieder spannend, Freunde. Wir gehen mal ein bisschen weg von diesem See da. Und dann versuche ich mich das gleiche nochmal auf der Seite. Schnell mal eine Fackel machen. Nicht, dass wir hier irgendwo in den See reinplumpsen. Da habe ich gar keine Lust. Oh, da geht's auch schon wieder runter. Okay, hier sieht es aber ein bisschen besser aus. Allerdings zu hoch. Ich weiß nicht, ob ich Fallschaden bekomme, wenn ich da runterspringen würde. Wie sieht denn das da generell aus? Kann man da... Also wir sind... Irgendwie sind wir zu hoch, Freunde. Ich weiß auch nicht. Das gefällt mir hier nicht. Ich würde viel, viel lieber den Weg gehen. Ich sehe auch nicht, ob man sich darüber... Ich habe ein bisschen Angst, weil wir müssen ja auch wieder zurück. Ne, das bringt ja nichts, wenn wir uns da... Oh, oh, oh. Wollen wir mal versuchen? Sieht nicht so gut aus, ne? Sieht alles andere als gut aus.
Holz hier irgendwo brennt? Okay, hier scheint es ein bisschen... Okay, hier geht's runter. Hier können wir so ein kleines Treppchen bauen. Oh. Oh. Wo geht's denn dahin, Freunde? Wo geht's denn dahin? Ist nicht mehr ganz so hoch, was? Aber da jetzt einfach runterspringen? Echt jetzt? Und dann hochstecken oder was? No risk, no fun, was? Oh. Hallo! Da ist eine Fackel von uns! So, pass mal auf, wir machen erst jetzt mal so. Die haben sich voll erschrocken, glaube ich. Da ist definitiv eine Fackel von uns. Das heißt, hier sind wir gewesen. Also, keine Ahnung, wir haben jetzt eine Abkürzung genommen, würde ich sagen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und dann gucken wir uns mal, wo die Fackel hinführt. Ich bin gespannt, da ist die nächste Fackel. Die zeigt in die Richtung, okay. Dann werden wir das einfach mal probieren. Dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Weil hier waren wir auch, glaube ich, noch nicht. Hier haben wir irgendwann aufgehört, weil wir gesagt haben, na komm, wir safen erstmal unsere Sachen. Genau, ich erinnere mich, hier haben wir Soul Sand geholt. Ja, natürlich, da hinten ist unsere Mine. Da ist auch schon der nächste Block. Ich sehe ihn schon, der zeigt in die Richtung. Okay, und dann hatten wir uns überlegt gehabt, uns hier rüber zu stacken, ne? Irgendwie so war das. Und da hatten wir aber nicht genug Sachen bei gehabt. Ja, ist die Frage, wollen wir das wirklich machen, dass wir uns hier so Stück für Stück hier so rüber stacken tun? Ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen so meine Zweifel, ob das wirklich so eine Idee ist. Weil rein von der Logik her, von den Blöcken her, die wir gelaufen sind, sollte eigentlich entweder in diese Richtung oder in diese Richtung irgendwann eine Festung kommen. Weil wir haben ungefähr so 200 Blöcke, glaube ich, jetzt durchkreuzt. Und es würde mich nicht wundern, wenn das da hinten sogar schon eine Festung ist. Weil das sieht schon irgendwie so aus, so wie ob da irgendwie was ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Nur andererseits, ich habe da so mein Problem. Mich so ein bisschen... Da hinten ist so eine Insel, ne? Ich habe so ein bisschen so ein Problem, mich hier so... über irgendwo rüber zu... Oh Gott, genau deswegen. Wegen dem Geräusch, was ihr da hört. Oh Gott. Ich würde da ganz gerne mal auf die andere Seite gucken, was da ist. Hier hätten wir uns mit dem Gast, glaube ich, gezofft. Können wir mal hier noch ein bisschen hingehen? Das ist ja schon wieder so ein... Ach, da waren wir also auch schon. Da sind wir in diese Richtung. Was? Hier sind wir rüber? Echt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Na gut, wir können uns ja mal hier so über diese Insel... Oder wir gehen da hinten rüber. Vielleicht ist das kürzer. Dann gehen wir mal da hinten rüber. Gehen wir mal hier hoch. Vielleicht sind wir da ein bisschen besser geschützt auch. Da ist schon wieder eine Fackel. Da ist auch eine Fackel. Überall Fackeln hier. Hm. Gehen wir mal da nach oben. Guck mal, ich glaube, das ist einfacher, ne? Wenn wir da auf diese Landzunge kommen. Dann müssen wir uns nicht ganz so weit rüber stecken. Ob ich da rüber komme? Hallo? Oh Gott. Freunde. Jetzt ist er wieder hier heikel hier. Oh, hier waren wir schon. Ich erinnere mich tatsächlich. Ich glaube, das ist einfacher. Und da ist sogar noch... Ach, guck mal. Also wir gehen jetzt mal hier vorsichtig runter. Aber ich werde mir mal einen neuen Stein setzen. Das sieht ja interessant aus. Guck mal, hier kriegen wir ganz viel von dem Blubberstein. Wir machen jetzt mal Cobblestone benutzen. Den platziere ich jetzt mal hier hin. Und zeige ich in diese Richtung. Und dann gucken wir uns den Spaß da mal ein bisschen genauer an. Oh, hier kann man nur noch schleichen. Oh, ganz viel. Oh, guckt euch das an, ja, alles Soul Sand. Und Leute, das ist doch da hinten eine Festung, oder?
Das sieht doch aus wie eine Festung. Das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. What the fuck? Oh nein, ey, das gefällt mir alles gar nicht hier. Mach das mal so. Guck, was blubbert hier voll extrem. Ich gehe hier auch nur mit Schleichen rüber, das merkt ihr wahrscheinlich. Weil mir das einfach zu riskant ist. Leute, das ist eine Festung. Hundertprozentig ist das eine Festung. Das sieht doch aus wie eine Festung. Das gehen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Also hatte ich den richtigen Riecher gehabt. Weil meistens, wo das Portal ist, so mehr als 200 Blöcke sind, ist man da meist nicht entfernt. Ist jetzt nur die Frage, wie kommt man da rüber? Oder beziehungsweise darauf? Versuchen wir mal hier unser Glück. Wir gehen jetzt mal ein bisschen nach oben. Ich würde mir auch ganz gerne so eine kleine Base dann hier aufbauen wollen. Oh. Okay, hier sieht es ganz gut aus eigentlich. Oder auch nicht. Oh, die knurren auch alle so. Mein Gott, ist das aufregend hier. Hier kann man runter. Übrigens, ich habe im Notfall die Koordinaten selbstverständlich aufgeschrieben von unserem Portal. Das hatten wir ja schon gemacht. Also deswegen wäre das jetzt gar nicht so dramatisch. Ja, jetzt einfach da hochstecken oder wie? Ach du Scheiße. Oh! So. Oh! Oh! Leute, ich krieg hier gleich... Oh nein, ich krieg hier gleich einen Koller hier, ey. Okay, also das würde funktionieren. Man könnte sich jetzt hier tatsächlich so vorsichtig hier rüber stecken. Okay. So, und dann würde ich das aber sagen, machen wir das mit diesen Steinen. Ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Ich höre schon was. Ihr wisst, ne, wovor ich Angst habe. Oh, okay, wir sind schon da. Wir machen den auf jeden Fall breiter, den Weg. Dann versuchen wir uns da mal hoch. Ich weiß doch gar nicht, hätte ich Leitern, Leute. Ich hätte wirklich gerne Leitern. Oh, auf Unlimited World, da hätten wir jetzt so viele Leitern. So, wir machen das drei breit, dann ist das. Das Blöde ist natürlich, dass, wenn ein Ghast kommt, uns das hier zerschießen kann. Okay. Okay. So, jetzt bauen wir uns hier ein Dach. So. 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 Zack. Okay. Jetzt sind wir einigermaßen safe. Hoffe ich zumindest. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir machen einfach Folgendes. Wir graben uns hier rein. Irgendwie so. Und ja, da oben ist eigentlich... Also wenn man ganz viel Pech hat, ist da oben Lava. Aber dann hat man wirklich verdammt viel Pech. Also in den meisten Fällen... Ich werde das mal so machen. So, und jetzt graben wir uns hier mal einfach mal nach oben stecken. Wie gesagt, wir haben Ausrüstung bei, deswegen habe ich da jetzt nicht so eine große Panik. Die Ghasts, die können uns jetzt erstmal egal sein. Wenn jetzt Lava von da oben kommt, dann würde die tatsächlich runterfallen, aber auf, also dass wir noch geschützt sind. Das wollte ich damit sagen. Leute, ich bin total aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. So, wir sind gleich oben, Freunde. Wir sind gleich oben. Das sieht zumindest so aus.
Okay, ich steck dich nochmal kurz einen Block hoch. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Hier oben sind wir eigentlich so. Okay, da ist offen. Warum ist denn da offen? Dann machen wir mal eine Fackel rein. So, jetzt gehen wir natürlich noch höher. Weil irgendwann. Bitte keine Lava da oben. Okay, also noch ist es, sieht's gut aus. Noch können wir hier. Ah. Bisschen Angst habe ich. Ist aber auch verdammt hoch, wa? Okay, wir müssen noch höher. Oh, weia. Mann, Mann, Mann. So, jetzt machen wir hier erstmal nochmal eine Fackel hin. Und auf geht's. Das ist spannend, Leute. Aber wir haben eine Festung gefunden. Ist das nicht geil? Finde ich auf jeden Fall richtig cool. So, jetzt sind wir erstmal weg. Ja, irgendwann müssen wir oben sein. Ich höre auch irgendetwas. Könnten theoretisch Wither-Skelette sein. Wird immer lauter. Okay. Die machen wir mal. Hört ihr das auch? Wie das dazwischen tut? Da oben ist irgendwas. Wow. Ich glaube, wir sind... wollen wir hier einfach mal zumachen? Was ist denn das für ein Geräusch hier? Ich mach mal das hier auf. Oh Mann, ist das spannend. Oh Gott, Fortschritt erzielt. Eine schreckliche Festung steht da. Das hört sich nicht gut an. Oder vielleicht doch. Wenn ich wüsste, wo die ist, die Festung. Oh, was ist das denn da oben? Ich sehe es schon. Lohnen. Freunde, wir haben hier Spaß, glaube ich, noch. Da haben wir uns ja mal wieder richtig geil hier. Alter, wir haben... Sag bloß, wir sind direkt über einem Spawner. Ich glaube, wir brennen. Okay, also das war mal wieder... Das war mal wieder so ein Ding, wo ich mich jetzt natürlich sofort frage, was haben wir hier schon wieder für Scheiße gebaut? Oh. So, was ist denn da oben? Wir haben auch dummerweise...
Doch, wir haben Holz bei. Das heißt also, wir könnten uns erstmal auch gleich mal ein neues Werkzeug machen. Wir entfernen uns jetzt erstmal hier irgendwie. Oh Gott, Leute, das ist so spannend. Das ist so spannend schon wieder. So, wir bleiben jetzt erstmal an dieser Stelle stehen hier, weil die Folge ist zu Ende. Und wir craften uns jetzt erst einmal... Ha! 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 Oh, Freunde. Wir haben Spaß hier, glaube ich. Wir sind direkt, Leute, über einen Spawner. Also es ist ja mal wieder so total bescheuert. Nur wir sind nicht da. Okay, Freunde, ich beende erstmal die Folge und dann sehen wir uns wieder in der nächsten. Bis dahin, ciao, ciao.